grüße euch immer dann an. So, sie ist gekommen, Montag bestellt und heute Dienstag schon im Briefkasten gewesen. Die Mavic Pro. Und zwar folge ich ja auf YouTube dem Till und seinem Vlog. Und wenn ihr das noch nicht macht, unbedingt den Till abonnieren. Der hat es wirklich verdient. Das ist ein absolut perfekter, super Vlog, so wie man sich das vorstellt. Der Till ist halt jemand, der wirklich einen Einblick in sein Leben gewährt und nicht nur irgendwelche Tutorials oder Kurzausschnitte zeigt. Von daher Thumbs up für seine Videos und ein Abo. Hat er sich, wie gesagt, reichlich verdient. Und der hat immer wieder so coole Drohnenflüge mit drin. Und der verwendet auch eine Mavic Pro. Und das war der Grund, warum ich mir jetzt gedacht habe, die will ich auch. So, ausschauen tue ich schon wieder wie Harry Hirsch, das ist ja erst ein paar Videos her. Da waren die Haare auch schon so lang wie jetzt gerade. Das heißt, ich mache mich mit dem Ralf auf nach Landshut. Dort ist ja unser Barber. Da werden die Haare kurz, der Bart wird wieder ordentlich gemacht. Und vielleicht finde ich die ein oder andere Möglichkeit, dass ich dieses Baby hier einlege in die Mavic und vielleicht noch einen kleinen Jungfernflug wagen kann. Das erste, was ich gemacht habe, ist Packung auf, Akkus raus, Akkuladegerät an die Steckdose. Mittlerweile ist er voll, das heißt, auf geht's. Wieder zu Hause. Haare sind wieder weit kürzer, als sie das heute Vormittag noch waren. Nach dem Barber sind wir von Landshut zurückgefahren und dann war ich mit dem Ralf noch schnell einkaufen. Und dann der bekommt am Wochenende Besuch, möchte da gut aufkochen, hat sich Schweinefilet besorgt und möchte da so eine Lebkuchensoße zu machen und. Weil er nicht genau weiß, ob er es zeitlich gut schafft, dass das Fleisch dann wieder wirklich auf den Punkt gegart ist, habe ich ihm empfohlen, er könnte es ja sous vide machen. Das mache ich immer, wenn Gäste kommen. Das ist halt am einfachsten. Man vakuumiert das Fleisch, legt es ins Wasserbad, nach Möglichkeit gleich in der Früh, und dann kann es den ganzen Tag da drin schlummern. Und wenn die Gäste eine Stunde oder zwei Stunden später kommen, was soll's, tut dem Fleisch nicht weh. Im Gegenteil, es wird höchstens noch besser. Das hat er mir auch geglaubt. Also so teilweise. Er möchte einen Probegang machen, aber wahrscheinlich wird er den Sous-Vigare hernehmen. Jetzt habe ich ihm den Vakuumierer und den Sous-Vigare heute noch schnell eingepackt und allem drum und dran. Ja, und jetzt war es aber halt draußen auch schon dunkel und ich habe im Internet gelesen, im Dunkeln darf man nicht Drohne fliegen. Abgesehen davon, es war heute tagsüber schon minus 10 Grad, jetzt haben wir minus 13. Ich wollte mir nicht nochmal die Finger abfrieren. Jetzt hoffe ich, dass morgen das Wetter besser ist, dass ich nochmal Drohne fliegen kann. Kennt ihr das, wenn ihr ein neues Spielzeug habt und ihr wollt es ausprobieren, aber ihr könnt nicht aus irgendwelchen Gründen, weil die Rahmenbedingungen halt einfach nicht passen. Ja. So viel zu meinem Frust, der hat mich heute gefreut. Aber ein paar Aufnahmen habe ich gemacht, nicht sonderlich spektakulär, einfach weil die Örtlichkeit, ich bin einfach nur hier aus der Ortschaft kurz rausgelaufen und bin geflogen. Auch ein Problem, die DJI-App hat mir gleich gemeldet, dass ich in einem Bereich bin, wo ein Flughafen in der Nähe ist. Wir haben hier in Ampfing so einen kleinen Sportflughafen und ich schätze mal, dass ich hier nicht fliegen darf. Das heißt, zukünftig muss ich noch weiter weg, damit ich die Mavic nach oben lassen kann. Gut, jetzt heißt es für mich lesen, lernen, was ich alles darf, was ich nicht darf mit der Drohne. Das Alu-Schildchen ist schon dran mit Adresse und Name. Offensichtlich braucht man das mittlerweile, mit der neuen Drohnenverordnung ist das scheinbar jetzt verpflichtend. Also in die Richtung habe ich schon was getan und ja, jetzt lese ich mich noch so ein bisschen ein, was der Rest ist, und dann ist für mich der heutige Tag eigentlich schon gelaufen. Und was haben wir denn? Ja, 8:30 ist es. Morgen um 4 klingelt der Wecker. Das heißt, ich mache jetzt auch Schluss, schließe das Video ab. Tut mir leid, dass der Vlog heute so kurz ist, aber ich verspreche, es gibt bald wieder mehr zu zeigen, zu erzählen. Also dann, ciao.